An die 10 Speisen bereitet die Familie vor. Eine davon, der koreanische Pfannkuchen. Eine Masse aus pürierten weißen Bohnen. Darin Sojasauce, Sojasprossen und Lauchzwiebeln. Hannes findet das genial. Das ist geil, schmeckt super, wenn es warm ist. Und das ist wieder für mich jetzt was, was ich mitnehmen kann für die vegane, fürs vegane Kochen. Da ist kein Ei drin, das ist nur mit der Bohne abgebunden. Die Stärke von der Bohne reicht.